Herzlich willkommen zu diesem Video. In den letzten Videos haben wir Daten eingelesen. Jetzt müssen wir uns mit der Datenausgabe beschäftigen. Das ist bytewise sehr sperrig, das zeige ich Ihnen. Und dann würde ich Ihnen gerne noch ein paar Komfortfunktionen zeigen. Deswegen gehen wir wieder ins IntelliJ. Ich habe hier das Programm aus dem letzten Video noch mal etwas umgebaut. Also der liest jetzt verwendet ihn als Eingabestrom System In, also die Konsoleneingabe, und als Ausgabestrom, Sie sehen das hier, Output Stream, die Konsolenausgabe. Output Stream, wenn man sich das anschaut, ist das ebenfalls grafisch darstellbar. Ich zeige das mal ganz kurz im Diagramm. Auch hier sehen Sie, Output Stream erbt von Closable, deswegen kann ich das in diesen Try-Catch-Block rein tun, und es erbt von Flushable, von dem Interface. Das ist eine Funktion, wenn Sie in dem Ausgabestrom sammeln Sie normalerweise Mengen von Bytes in einem Puffer, und Sie wollen dann dafür sorgen, dass der Puffer geleert wird. Also die Daten wirklich physisch auf die Platte geschrieben werden oder ins Netzwerk physisch geschickt werden, also dass der Puffer geleert wird, und dafür ist das Flush gut. So, wenn wir uns dann mal die Klasse selbst anschauen, der hat sozusagen verschiedene Methoden, um Daten loszuwerden, also write als Integer oder write als Byte-Array. Oder ich kann hier Teil vom Byte-Array schreiben. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Also, ich lese aus dem Input-Stream zeichenweise mit In.Read, und ich schreibe in den Output-Stream mit Out.Write. Ne? Also das heißt, ich verwende jetzt sozusagen eine Methode des Ausgabestroms. Ich lasse das Programm mal laufen. Wieder Erwartung wäre ja, dass der Konsoleneingaben liest. Hallo, ich bin's, dein Föhn. Dann verarbeitet es ein bisschen und dann gibt das aus. Dieses Return-Zeichen, was Sie gerade vielleicht gehört haben, es ist genau das, was sozusagen für so ein Flush sorgt. Also ich tippe was ein und immer Return, dann erfolgt der Flush. Nach den Experimenten, die ich gemacht habe, ich habe es jetzt nicht nachlesen können, ist es so, dass dieses Return tatsächlich den Eingabepuffer flusht und nicht die Ausgabe flusht. Das Return immer Flush. Huhu, Return. Gibt der Huhu aus. Steuerung D beendet den Ausgabestrom wieder, und dann gibt er die Daten nicht aus. Vielleicht interessant ist noch die Beobachtung, wenn ich hier was eingebe. Hallo. Ich bin's. Sie sehen, das hat er gedoppelt, ob ich jetzt hier Huhu eingebe und jetzt Steuerung D mache, taucht das Huhu nicht mehr auf. Das heißt also, dass das Huhu ist dann im Puffer hängen geblieben. Und zwar im Eingabepuffer. Da kann ich sozusagen mit dem Output-Flush nichts mehr machen. So, jetzt wieder die Demonstration der Mächtigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt hier das System.out ersetze durch eine Datei, das kann ich relativ leicht machen. Ich sage hier New File Output Stream Text. Text 2.txt beispielsweise. Lass das Programm jetzt mal laufen. Jetzt habe ich also einfach nur eine Zeile geändert, und jetzt kann ich auf der Konsole was eingeben und das Zeug wird in die Datei geschrieben. Hallo, ich bin's, dein Föhn. Steuerung D wieder. Programm ist beendet. Das Steuerung D ist ja wieder dieses EOF. Jetzt schauen wir mal auf die Festplatte. Ich habe die Datei ja Text 2.txt genannt. Sie sehen hier vielleicht noch die Konsolenausgabe. Hallo, ich bin's, dein Föhn. Und wir sehen hier bei Text 2.txt: Hallo, ich bin's, dein Föhn. Diesmal sogar mit dem korrekten Charset. Okay, das heißt, jetzt haben wir zeilenweise gelesen und zeilenweise geschrieben. Wenn sich das mal anschauen, ist das natürlich ein eher sperriges API. Ich lese mal nicht mehr von der Konsole ein, sondern besorgt mir die Eingabedaten mal anders. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise ein String habe, String Text gleich horch, was kommt von draußen rein? Vielleicht mit etwas korrekterer Rechtschreibung. So, und ich will das Ding ausgeben, dann müsste ich mir jetzt ja hier wirklich eine Vorschleife überlegen und die Daten dann reinschreiben. Also das heißt, ich mache jetzt mal eine ganz doofe Implementierung. Ich schreibe jetzt hier rein for Byte B Doppelpunkt Text.getBytes. Sie sehen hier, IntelliJ ist schon recht schlau, der hilft mir hier schon bei dem Interpretieren des Byte-Arrays. Das lasse ich jetzt mal weg, getBytes. So, und dann gebe ich das Out.WriteB.
gebe ich aus. So. Müsste eigentlich funktionieren. Schauen wir mal, ob er das tut. Probieren wir es aus. Wenn es funktioniert hat, müssten wir in der Datei text2.txt, die hier gesehen ist, das Horch, was kommt von draußen reinlesen können. Horch, was kommt von draußen rein. Seit hier ist das Character Encoding jetzt kaputt gegangen. Hätte ich mal auf IntelliJ gehört. Aber wer weiß, ob es dann gut gewesen wäre. So, das heißt, das ist aber jetzt natürlich sehr sperrig. Jetzt kann man das natürlich stufenweise eleganter machen. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, statt dem Byte-Array kann ich hier einfach sagen out.write oder sage ich hier einfach snText.getBytes. So, das ist ein bisschen eleganter, spare ich mir die Vorschleife. Das heißt, ich kann dem Write ja auch ein Byte-Array übergeben. Das kann man ganz häufig machen. Machen wir das mal kurz. In der Hoffnung, dass der jetzt auch das Charset richtig gewählt hat, wobei ich das nicht garantieren kann. Das hängt noch an anderen Faktoren. Schon mal noch rein, auch weil es kommt von draußen rein. Immer noch verkehrt. Über das Charset kümmern wir uns dann noch. So, also so kann man es machen. Vielleicht sollte man hier sicherheitshalber immer noch, so weil da kein Return dahinter ist, einen Out.flush machen. Das wird jetzt nichts verändern, aber bevor dann irgendwas im Ausgabebuffer hängt, bleibt nicht die Datei landet, sollten wir das in die Datei schreiben. Und Sie sehen hier immer noch, was kommt von draußen rein. Das wird natürlich sperrig. Stellen Sie sich vor, jetzt wollen Sie noch ein Double schreiben und noch andere Datentypen. Also muss man jetzt eigentlich irgendeine schöne Form finden, wie man das Out noch veredeln kann. Also das heißt, kann ich mir vielleicht Convenience-Funktionen verschaffen, um das so ein bisschen schöner zu machen. Und da bietet Java jetzt eine ganze Menge an. Ich kann nämlich um diesen File.OutputStream sozusagen einen Stream davor bauen. Und um den wieder einen davor bauen. Also ich könnte um den File.Out.Stream, einen SIP-Stream und einen Cypher-Stream und alles Mögliche noch drumherum bauen. Und das führe ich Ihnen jetzt vor. Nehmen wir mal an, Sie würden einfach Doubles in die Datei schreiben wollen und andere Datentypen. Bietet sich an, einen Wrapper zu verwenden, der sozusagen zum Datenschreiben gut ist. Das heißt, was ich führe das hier mal vor. Das heißt, ich sage hier Output-Stream. Ich ändere das hier mal. Statt Output-Stream nehme ich einen Data-Output-Stream, dass ich auch... Output Stream und dann sage ich hier New Data. Mache ich mal in der nächsten Zeile, dass man es lesen kann vielleicht. New Data Output Stream und verwende das hier als Parameter. So, wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, da meldet er noch einen Fehler. Method, achso, genau. New File Output Stream. So, jetzt haben wir es hoffentlich korrekt. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, jetzt habe ich sozusagen den File-Output-Stream, da habe ich einen Data-Output-Stream nur rumgetan. Und was ich jetzt mit dem Data-Output-Stream machen kann, das kann ich hier nämlich sagen Output und da bietet ihr mir hier viel mehr Methoden an, um meine Daten zu schreiben. Ich würde dann nicht dann beim Lesen auch einen Data-Input-Stream brauchen, wo ich dann sozusagen die Gegenstelle habe und dass dem, wenn ich einen Float mit Write-Float schreibe, auch einen Float wieder lesen kann. Das heißt, jetzt hat er hier Write-Long, Write-Short, Write-UTF. Machen wir das mal, Write-UTF-Text. Dann haben wir hier sozusagen eine Convenience-Funktion genutzt. Und vielleicht schreiben wir nochmal out.write ein Double nochmal rein. 0 Double. So. Und schauen wir mal an, was er dann macht. Das heißt, jetzt habe ich hier sozusagen so Convenience-Wrapper drum gemacht. Und das heißt, da können Sie sozusagen jetzt eine beliebige Schachtelungstiefe machen, weil Data-Output-Stream leitet ja wieder von Output-Stream ab und insofern kann ich darum wieder etwas packen. Das ist das sogenannte Decorator-Pattern. Da mache ich aber noch mal ein eigenes Video dazu. Lassen wir es mal kurz laufen. Und Sie sehen, jetzt habe ich hier sozusagen etwas hübschere Funktionen zur Verfügung. Und bei meinem Text.de ist es, Sie sehen, er hat jetzt hier so ein paar Daten drumherum gepackt, um das besser interpretieren zu können. Das heißt, dieses Null-Lattenzaun, das hilft ihm jetzt, dass er weiß, da kommt ein String und das Gerödel hier im Hintergrund, das ist dann auch eine Darstellung, wie ein Double zu machen ist. Machen wir das mal kurz. Das heißt also, wenn ich das sozusagen mit dem Data-Input wieder lese, dann würde er sozusagen dieses Horch, was kommt von draußen rein, als String interpretieren können und diese Kette dahinter dann auch als Double.
So. Das heißt, das war so ein Convenience-Wrapper. Man kann weitere nehmen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Objekt auf die Festplatte schreiben will, das zeige ich in einem Serialisierungsvideo nochmal genauer, kann ich auch da sagen, das ist dann ein Object-Output-Stream und den kann ich dann sozusagen um ein File-Output-Stream herum machen und da kann ich ganze Objektgeflechte schreiben auf die Festplatte. Das ist so die Java-Serialisierung. Also ein relativ gutes, mächtiges Konzept, weil ich die Sachen sehr schön zusammenstecken kann. Vielleicht noch ein Beispiel für einen Standard-Ausgabestrom, den Sie kennen. Wenn wir hier mal schauen, ich zeige Ihnen das ganz kurz. Ich sage jetzt hier mal Output-Stream, Out gleich System.out. Vielleicht haben Sie sich mal gefragt, was ist das denn zur Laufzeit eigentlich für ein Objekt. Jetzt mache ich hier mal einen Breakpoint, sodass das durchlaufen ist und starte mal den Debugger. Out2, Entschuldigung, das hat das auch übersetzt. Starte ich mal den Debugger, dass wir uns das mal kurz anschauen können, was das bedeutet. Denn System.out ist ja, also das, was Sie auch so mit System.out.println verwenden, ist ja kein normaler Output-Stream, weil der Output-Stream selbst keine Println-Methode hat. Das habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Aber wenn wir im Debugger schauen, sehen wir, was das Ding zur Laufzeit ist. Ich habe hier Debugger, Out2. Und dann sehen Sie hier, das ist ein Print-Stream. Also ich bin hier mit der Maus noch drüber. Das ist also dieses Print-Stream, also dieses Out2, System-Out ist ein Print-Stream. Sehen Sie das auch hier, Out2, Print-Stream mit der Adresse davon. So, mit der Referenz darauf, sorry. So, Breakpoint wieder weg. So, das heißt, was man jetzt auch machen könnte noch, also als letzte Demo, das heißt, ich kann jetzt hier sagen, nicht Data-Output-Stream, sondern Print-Stream. Das ist auch, Sie sehen, das ist ein ganz alter Oschi, der Print-Stream. Also Java.io-Stream. Und das ist in Java.io auch schon seit 100 Millionen Jahren drin. Also quasi seit Gründung von Java. Und wie gesagt, aber auch so kann ich mir eine Convenience verschaffen. Und da kann ich nämlich jetzt hier in den Ausgabestrom einfach nicht mit write.utf reinschreiben, sondern mit .println. Text. Und da kann ich sozusagen in die Datei reinschreiben, wie ich es von der Konsole gewohnt bin. Lass ich mal kurz laufen. Zack. Dann schauen wir uns die Datei Text2 nochmal an. Text2. Oh, ich weiß, kommt von draußen rein. Diesmal ohne Rüttelbrümpf drumherum, weil wir das direkt als Text geschrieben haben. So, also das waren so ein paar Convenience-Klassen. Also speziell PrintStream. Schauen wir uns den nochmal genauer an. Hier sehen Sie PrintStream, abgeleitet von Filter-Output-Stream. Die schauen wir uns nachher nochmal genauer an, abgeleitet von Output-Stream. Also PrintStream. Und wie gesagt, wenn Sie mal anschauen, was der alles kann, der kann natürlich alles, was der Output-Stream auch kann. Der hat aber auch ein Newline beispielsweise. Ich kann sozusagen verschiedene Werte printen, also verschiedene Datentypen. Oder ich kann PrintLine sagen und dann gibt er mir eine ganze Zeile aus. Und kann hier auch solche Sachen verwenden wie Locales und so weiter. Also all das, was Sie von der Konsole eigentlich gewohnt sind. So, aber wie gesagt, das schauen wir uns im nächsten Video genauer an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.